Willkommen zurück zu einem neuen Video zum 8-Bit-Computer. Und zwar haben wir hier unsere Computerarchitektur Teil 2. Ja, also wir haben jetzt hier die Folge 3.2 im Grunde. Und das hier haben wir alles in der letzten Folge uns schon angeguckt. Und da werde ich jetzt nicht nochmal sonderlich drauf eingehen. Schaut einfach das letzte Video, schaut in die Playlist. Und stattdessen werden wir hier mit anfangen. Und zwar, was bedeuten jetzt die 8 Bits? Ja, ich habe gesagt, ich baue einen 8-Bit-Computer. Und jetzt haben wir diese 8 Bits. Ja? 8 Bits sind auch genannt ein Byte. Und damit könnte man theoretisch alle Buchstaben, alle Zeichen im Standard ASCII-Code darstellen. Brauchen wir nicht. Ja, wir werden nur mit Zahlen rechnen. Und mit ASCII haben wir in dem Fall gar nichts zu tun. Also, als allererstes können wir 8 Bits als eine Zahl darstellen. Und zwar Zahlen von 0 bis 255 oder Zahlen von minus 128 bis 127. Das ist sehr nützlich. Ja, damit können wir viel berechnen. Ich meine, okay, es wird ziemlich schnell an die Grenzen stoßen, wenn wir schon allein 12 mal 12 rechnen, was eben 144 ist. Da werden wir mit dem unteren eben nicht weit kommen und es kommt zum Überlauf. Aber wir können trotzdem schon einiges damit anfangen und der Computer ist eh nur für einfache Rechnungen gedacht und eigentlich nur die Tatsache, dass man eben einen Computer gebaut hat, nicht, dass er besonders viel kann. Ja? Und eine weitere Sache, wir können nicht nur Zahlen damit darstellen, sondern auch sogenannte Anweisungen und es wird kompliziert. Es wird sehr kompliziert, hier ganz viele Befehle und so, Microcode und so weiter und so fort. Zunächst haben wir hier Microcode, okay? Also wir haben hier ZORCI. Die beiden werden gleichzeitig ausgeführt, deshalb der Querstrich daneben. Dann ein Komma, dann drei weitere Sachen, die ausgeführt werden, noch ein Komma und dann nochmal zwei, okay? Also Schrägstrich, Querstrich heißt beide Sachen gleichzeitig, Komma, nacheinander, ja? Und hier haben wir jetzt Anweisung. Vor jeder Anweisung wird das da ausgeführt. Ich zeige es euch nochmal kurz. ZORCI. Okay. ZO haben wir. ZO hier ist unser Programmzähler. Der soll das ausgeben. Und RCI heißt, der soll das speichern. Heißt essentiell, der RAM-Controller soll die Zahl vom Programmzähler speichern. Am Anfang des Codes ist es natürlich die 0. Das heißt, unsere erste Speicherzelle hier im RAM wird angesprochen. Dann haben wir unser RO, BRI und ZE. Also RO, RAM out, also quasi unsere erste Speicherzelle soll etwas auf den Bus schreiben. Und BRI, unser Befehlsregister, speichert diesen Befehl ab. Und nochmal ZE, dann wird der Zähler um 1 erhöht, damit er im nächsten Schritt eben die nächste Zelle im RAM anspricht. Und dann unsere dritte Anweisung, BRU und RCI. Bei den meisten Befehlen brauchen wir eben Daten aus dem RAM, wie zum Beispiel Zahlen. Und dazu sendet der dann eben die 5 Bits an den RAM-Controller und gibt die dann schon mal ein, falls wir die später brauchen. Ja, das ist quasi die Vorbereitung für den eigentlichen Befehl. Also das wird immer ausgeführt, egal wie der Befehl nun lautet. Und jetzt haben wir unsere eigentlichen Anweisungen. Und zwar teilen wir das folgendermaßen auf. Normalerweise teilt man es in der Hälfte, also theoretisch 4 und 4 Bits. Aber ich habe mich jetzt so entschieden, dass ich 3 für den Befehl mache und 5 für die Adresse. Es hat zwar den Nachteil, dass wir weniger Funktionen haben, also wir sind beschränkt auf ganze 8 Funktionen. Aber dafür haben wir halt die doppelte Speicherkapazität von 32 Bytes. Das ist natürlich eine ganze Menge. Kommt euch vielleicht nicht so vor, aber bei diesen einfachen Befehlen, die wir hier haben, ist das unglaublich, unglaublich viel. Ich glaube nicht, also die einfachen Rechenoperatoren wie plus minus mal geteilt und auch Modulo, die brauchen gar nicht so viel. Die brauchen knapp über 16, wodurch das mit 16 Bits schwierig gewesen wäre. Mit 16 Byte an Speichern im RAM wäre es schwierig geworden, aber mit den 32 klappt das auf jeden Fall. Also, dann haben wir erstmal die Adresse, das ist einfach abgehakt, ja, das sind insgesamt 32 Speicherzellen im RAM
Und da können wir eben dann jede einzelne davon ansprechen. Und dann haben wir unsere Befehle. Und vorher noch N, quasi für No. Befehl benötigt keine Adresse. Ja, also egal, was in der Adresse gespeichert wird, ist uns vollkommen egal. Ja, normalerweise werden wir da einfach eine Null reinspeichern oder so. Und dann haben wir ein Y, heißt quasi der Befehl benötigt eine Adresse, also Yes. Und dann gehen wir mal durch die ganzen Befehle durch. Als allererstes haben wir 000 und zwar N, also er benötigt keine Adresse. Und zwar heißt der Befehl out, also wird A ausgegeben. Egal was in A drin ist, es wird ausgegeben. Und da haben wir den Microcode dafür, also AO und OI. Heißt essentiell A, pack die Daten, die du drin hast, auf den Bus. Und out, also die Ausgabe, liest das was vom, liest alles vom Bus und pack es so hin, dass wir es eben sehen können. Also schalte die Lichter dementsprechend an. Und das ist ziemlich logisch, denke ich. Ja, das ist die einfache Ausgabe von A. Dann haben wir 001 und zwar diesmal ein Y. Und zwar SPA, also Speicher A, soll A abspeichern. Und da haben wir AO und RI. Heißt wieder, A soll ausgeben, was auch immer es auf dem Bus hat. Und der RAM soll das dann abspeichern. Und da stand ja ein Y. Das heißt quasi, wir bräuchten eine Adresse, ein Adressenbit. Und der wird natürlich, wie eben schon genannt, vorher abgespeichert hier im RAM-Controller, damit der Computer weiß, welche Speicherzelle angesprochen wird. Dann haben wir es nochmal als Gegenteil, ROAI, also RAM out, AIN, also LDA steht für A laden. Das heißt einfach, was auch immer in dieser Speicherzelle ist, wird in A reingeladen. Dann 011Y und SPR, das ist unser Sprung. Der lässt uns einfach Schleifen hinzufügen in unserem Code, wenn wir Wiederholungen haben wollen, wie zum Beispiel eben bei der Multiplikation oder bei der Division. Da müssen wir halt wiederholt die Zahl hinzufügen, so lange bis eben die richtige Zahl erreicht wird. Das können wir mit einem einfachen Sprung hinzufügen. Und dann haben wir BRO und ZI. Ja, also wir geben quasi die Adresse an. Wir benötigen aber eigentlich nicht den RAM, sondern wir nutzen diese 5 Bits, um dem Programmzähler zu sagen, an welcher Stelle wir im Code jetzt eigentlich hinwollen. Dann 100Y und NES für Negativsprung. Das habe ich euch im letzten Video vielleicht schon ganz kurz erklärt. Und zwar, wenn wir eine Berechnung haben, hier oben, und wenn wir 4 minus 5 rechnen, kommt natürlich minus 1 raus. Und das speichert hier unser Flaggenregister ab. Und zwar als NES, als negativ. Und damit kann der Befehlsregister eben ein NES durchführen. Also wenn hier dieser Bit, dieser Flaggenbit an ist, dann kann der Befehlsregister sagen, okay, das ist an. Und da steht jetzt, wir sollen einen Negativsprung durchführen. Okay, machen wir. Und dann findet genau dasselbe wieder statt. Der Zähler wird auf eine Zahl gesetzt, die wir dann eben selber bestimmen. Und dann gehen wir eben zum richtigen Ort. Ist eben auch nützlich oder nötig für die Multiplikation und Division. Und das hilft uns auch im Grunde dazu, Turing complete zu sein quasi. Also laut Turing braucht ein Computer ein Conditional Jump, sozusagen ein bedingter Sprung. Das heißt, unter bestimmten Zuständen soll eben zu einem anderen Ort im Befehl gesprungen werden. Dann haben wir wieder BRO und ZI, aber eben mit der hinzugefügten Bedingung, dass unsere Negativflagge aktiviert sein muss. Dann 101Y und zwar ADD, also Add oder Addition. Und im Grunde wollen wir da addieren und das Ganze abspeichern. Als allererstes müssen wir aber erstmal unser B-Register füllen, weil wir haben hier keinen Befehl, um den B-Register zu füllen oder zu entleeren. Daher benötigen wir hier unser ROBI,
also quasi RAM out, ja, hier RAM out und BI. Und das speichert dann eben eine Zahl natürlich ab. Und das wieder mit einem Y, das heißt, wir müssen da eine Adresse angeben, welche Zahl, welche Stelle im RAM jetzt eigentlich gemeint wird, welche Zahl soll denn geladen werden. Ja, und danach haben wir noch einen zweiten Schritt, das heißt, der hier ist einer der wenigen, die eben mehrteilig sind. Und zwar haben wir SO, AI und FI. SO, erinnert ihr euch noch, SO ist für unsere ALU, also sie packt die Summe hier auf den Bus. AI, das heißt, die Zahl wird in A gespeichert. Das macht es halt einfacher, da wir die ganzen Befehle auf A getrimmt haben, also A ausgeben, A speichern, A laden. Heißt, es macht einfach Sinn, die Zahl hier wieder auf den A-Register zu speichern. Und natürlich FI stand auch noch, also unser Flaggenregister speichert ab, ob die Berechnung negativ war. Und dann haben wir Subtraktion, also SUB, auch bekannt als 110. Und da haben wir es so ähnlich, nur dass wir hier etwas hinzufügen, und zwar das SU. Und SU ist hier ein weiterer Befehl für unsere ALU. Und zwar wird damit die Subtraktion aktiviert. Und zu guter Letzt haben wir unseren letzten Befehl, nämlich 111 und N. Das heißt, er braucht keine Adresse. Und zwar haben wir da STU, und zwar Stopp. Das stoppt dann einfach die Clock. Und zwar haben wir hier halt den Microcode CS. Und CS ist hier für die Clock, dass sie gestoppt wird. Und es beendet quasi das Programm, beziehungsweise eigentlich den gesamten Computer. Dieser Befehl ist unglaublich notwendig, also wenn ihr irgendein Programm habt, damit der dann auch wirklich stoppt. Sonst geht er halt immer weiter, trifft dann im unteren Bereich eures RAMs, zum Beispiel auf die Zahlen, interpretiert sie als Befehle und versucht sie auszuführen, was natürlich nicht klappen sollte. Aber dann könnte es eben dazu kommen, dass eure Zahlen, die ihr eigentlich berechnen wolltet, komplett kaputt gehen. Daher brauchen wir dieses CS. Ja, damit haben wir es. Da haben wir die gesamten Befehle inklusive den Microcode einmal besprochen. Und damit haben wir erstmal die Computerarchitektur geschafft. Ich denke mal, in den nächsten Folgen werde ich mir einfach ein Modul von hier oben raussuchen und damit beginnen. Es wird höchstwahrscheinlich die Speicherzelle sein, also RAM, B-Register, A-Register, B-Register und so weiter. Unser Out hat eben auch ein Register, um die Zahl zu speichern. Unser Programmzähler wird auch eins haben und so weiter und so fort. Also ich denke mal, wir werden mit den Registern, mit den einfachen Speicherzellen anfangen. Und ansonsten war es das jetzt mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!